Hallihallo, einen wunderschönen guten Morgen inzwischen und willkommen zur nunmehr 14. Folge von Dragon's Prophet, womit wir endlich 2 Wochen voll hätten. Echt? Zwei Wochen 14. schon, Folge? ja, Oh je, oh zwei je. Wochen schon. Okay. Wie du mich jetzt hier schon ertragen musst. Wir sind immer noch im Beängstigend. Banditendorf Tarkal. Tarkal. So heißt es genau genommen. Und müssen immer noch einen Banditenanführer, den wilden Bärmann, der aufmischen, mysteriöse Entwürfe sammeln und gestohlene Reichtümer wieder zurückbringen. Und dann machen wir gleich mal weiter. Da unten finden wir auch schon Yay. einen. Und wir legen einfach mal los. Ach ja, schön. Bei den Reichtümern dürftest du wahrscheinlich vor mir sein, weil du dir die ganzen Kisten geschnappt hast. Nicht wahnsinnig viel. Also ich habe jetzt drei. Ich weiß nicht, wie viel du jetzt Ja, ich hast. habe eine. Ah, Das waren genau die zwei, die du dir mehr geschnappt hast. okay. Ich Tja, hyperventiliere hier noch. sowas passiert. Nein. Ja, wir werden jetzt aber einfach ein paar mehr sammeln, da das Ganze nämlich sonst sehr zeitaufwendig wird hier. Und jetzt dank deinem super tollen neuen Heal-Skill haben wir ja kein Problem damit, mal ein paar von denen mehr aufzumischen. Ich soll ihn auch noch einsetzen, ja? Ja. Dafür hast du ihn jetzt inzwischen. Au, bin Und er ist hingefallen. wirklich sehr, sehr mächtig. Also ich habe echt gar kein Problem damit, mehr in den Gegner drin zu stehen. Sehr beeindruckender Skill. Ja, passt zu mir. Dazu äußere ich mich jetzt lieber nicht, weil wir hier keine Gefühle verletzen wollen. Besonders nicht deine. So kann es sich ausdrücken, wenn man möchte. Gut, hier hätten wir hinter uns dann auch wieder welche. Die Kisten sind wirklich sehr verstreut. Hier vorne steht auch eine. Hier nimm du mal die Kiste da vorne mit, Ah, damit du Kiste, nicht Kiste, anfängst zu Kiste, Kiste. weinen. Kiste. Ich krieg die Kisten nicht anvisiert. So, jetzt. Ja, mein Charakter hat sie gesagt, nö, ich visiere jetzt nicht die Kiste an, die direkt vor mir steht, sondern dieses komische, Ich dieses zieh mal eben die Zornes. Gegner hier zusammen. Wo bist du schnell? Einer Weißt, von wenn uns ich beiden das muss wieder ja mache, sein. wenn ich das wieder mache, sagst du mir, oh, Silko, Du immer machst ziehst du sowas irgendwelche nie. Gegner hier zusammen. Wer sagt, dass das nicht alles extra ist, was ich hier mache, ha? Du machst ja nichts, was kann da schon extra sein? Das ist extra, das wissen wir, dass du nichts machst, was du eine Hundsfaul bist, aber. Ich gehe extra AFK. Quasi. Das muss man auch erstmal können. Du tanzt hier deine nicht vorhandenen Angriffe in meinen Spezialeffekten. Nee, du einfach drinnen stehst und tust, als ob du irgendwo mit einem mitwirken würdest. So. Warum leckt dein NASA-Rechner dabei etwa? Nein. Na gut, Mein leckt nicht. NASA-Rechner. Ruckelt. Bist du immer noch mysteriöse Nachrichten? Ich bin immer noch voll beladen. Das ist gerade sehr, sehr nervtötend. Sein Rechner ist im Übrigen so einfach in der Bedienung, dass selbst Tiere ihn an- und ausschalten können. Ja, das ist ein Effekt, der wirklich nervtötend ist. Also für einige, die sich auskennen mit Alienware-Rechnern, der Aurora hat seinen An- und Ausschalter oben drauf vorne. Meine Karte haben die Angewohnheit, da ganz gerne mal von Zeit zu Zeit drauf zu springen, und zwar genau so, dass sie oben den An- und Ausschalter treffen und sich erstmal so die wichtigsten Programme runterfahren, während ich dann die Möglichkeit bekomme, das so gerade zu canceln, aber bis dahin sind auch teilweise schon Programme gelöscht. Also haben wir auch ein paar Aufnahmen schon leicht versaut. Gott sei Dank keine, die wir Ja, jetzt das schaffen zusammen wir aber, gemacht ohne dass haben. dein PC ausgeht. Gott sei Dank keine, die jetzt mit dem Let's Play zusammen zusammenhängen, aber einige von mir selber, die ich mal so aus Spaß gemacht hatte. Und das war doch etwas sehr nervtötend. Oder auch wenn man zum Beispiel gerade irgendwelche Dokumente schreibt oder bei Spielen Fortschritte hat, die man abspeichern muss, kann das wirklich doch ein sehr nervtötender kleiner Zwischeneffekt sein. Aber naja, gut. Sie sind meine, ich hab sie lieb, wie sie sind. Und ich erwirke sie zumindest jetzt noch nicht. Noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Hör auf, mir die ganze Zeit die Truhen hier Ja, da sind wegzunehmen. ja noch genug, stell dich mal nicht so an. Doch. Hi.
Die wollten jetzt keine nette Mädelsrunde mit mir machen. Was ist denn hier los? Die mögen dich nicht. Du bist denen zu männlich. Nur weil ich schönere Beine habe. Guck sie dir an. Quasi. Das ist reiner Neid. Mit deinen quasi nicht vorhandenen Knöcheln. Ja, richtig. Und Neid muss man sich trotzdem erkennen. Wilderbeermann, der, da ist er doch. Zumindest sollte er irgendwo hier sein. Ich glaube, der ist über uns. Kann das sein? Ja, das kann sein. Nein, es ist auch so. Und er hat offensichtlich eine große Aggro-Range. Ja, dass ich den Fettsack nicht hochheben kann, das glaube ich ganz gerne. Ups, ich komme als mit dir, damit du hier auch was kriegst, ja, klar. Kein Wunder, dass die Banditen so viel klauen müssten, also allein schon seine Grundernährungsmaßnahme zu gewährleisten, mussten sie schon 3 Dörfer überfallen. Mein Gott, das ist ein fetter Hund, ey. Würdest du vielleicht einmal deinen Heal-Skill anschmeißen, gnädigerweise? Hab ich vorhin schon. Dem ist es auch relativ egal, ob ich ihn einfriere oder nicht, habe ich so das Gefühl. Ja, doch. Warum ist eigentlich meine Drachenpower so low? Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht kostet der Heal-Skill so viel? Stimmt, das kann echt sein. Ich glaube, der kostet irgendwie 500 oder so. Ich schmeiß einfach mal selber nochmal einen Pot ein. Es kriegt ja noch Verstärkung, ich glaube, es hackt. So, der nicht anstrengend genug wäre. Uiuiui. Jetzt gehen wir bitte nicht drauf hier. Boah, blöder Typ, lass mir in Ruhe. Spaß mal deinen Heal-Skill, wenn du kannst. Nee, kann ich aber nicht. Ups, ich hab hier so lange rum, bis ich wieder. Ach du Schande, ich geh gleich hops. Was? Ich frage mich gerade die ganze Zeit, was mich hier erwischt. Ich weiß es nicht. Gute Frage. Ich glaube, die beiden habe ich ja echt gerade an mir dran. Vielleicht der da unten so rumsteht. Meinst du? Hat vielleicht nicht so wahnsinnig viel ziehen. Kannst du dein Heal-Skill nochmal schmeißen oder war es das jetzt? Nee, ich überhaupt nicht. Das regeneriert sich auch nicht im Kampf. Ey, das ist aber natürlich sehr ärgerlich. So. Aber wir hoffen, wir haben ihn endlich niedergeknüppelt. Den dicken, was auch nicht, was auch immer man ihn bezeichnen darf, Sandalen, Stoffsandalen Level 20, für uns beide. Oh, die haben aber eine Menge Werte. Klar, natürlich, klar. Eine Menge Werte. Mein Rucksack ist wie üblich voll. Ach, ist das nett. Entschuldige, dass ich so auf meinen Obstkoffer irgendwas wegschmeiße oder irgendwas lerne hier einfach, aber ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll. Um noch irgendwie Platz zu. Toll. Erhalten. Weiß nicht, wer Level 20. Aber schon ab 20 erhalten wir neue Rucksackplätze. Beziehungsweise. Aber dann wollen wir hier mal runter. Hier sind auch schon die Kisten nachgespawnt. Wie viel fehlen dir jetzt noch? Mir fehlt noch genau eine. Mir auch, das meine. Teilen uns mal ein bisschen, wa? Also, ich hätte dann meine alle voll. Eigentlich sollte Drachenenergie sich doch regenerieren, oder nicht? Eigentlich schon. Tut sie es nicht? Gar nicht. Wo man sich gerade auch nicht regeneriert. Vielleicht nur, obwohl außerhalb von Kämpfen sind wir ja. Also ich bin zumindest nicht. Nee, ich bin im Kampf immer noch. Aber mit was? Ach, mit dem? Ich weiß. Nee, der kam hier. Der ist hier, glaube ich, erst gespawnt. Vielleicht wieder ein Bug oder so? Ich hoffe nicht. Ist langsam doch ein bisschen anstrengend. Ich bin immer noch im Kampf drin, ne? Sehr nervt wird. Egal, wir gehen jetzt erstmal nebenan. Brauchst du auch noch eine Kiste? Nee, ich bin jetzt fertig. Brauchst du noch eine Kiste? Ich bin jetzt fertig. Ah. Ich habe auch sonst alle Quests fertig, aber mysteriöse Notizen jetzt alle. Den wilden Bär haben wir jetzt auch. Der, meine Güte, wirklich ein wilder Bär war. Also der verschlingt auch ganze Bären, glaube ich. Ja. Ich fand ja, der sah so ein bisschen aus wie ein Zwerg, der etwas zu groß gewachsen war. Vielleicht eine Zeit lang in Chernobyl gewohnt oder so, wer weiß. Kein Reiten während des Kampfes möglich. Nein. Na ja, gut, dann werden wir wohl einfach rauspreschen müssen.
Bist du ja. soweit? Ein kleiner Bär. Ein kleiner Spurt. Ja, und los geht's. Tschüss. Hallo. Und tschüss. Können wir hier rüberspringen? Nein, kann ich nicht. Wie ärgerlich. Du kannst ja zwischendurch unterwegs nochmal einfrieren, dass wir uns nicht weiter verfolgen. Ja, die, dafür kommen die aber nicht mehr. Tschüss. Und tschüss. Au! Ups. Überlebst du's? Ja. Das ist aber ganz, eine ganze Menge hinter uns. Oh je, Mini. Kein Reiten während des Kampfes. Ich jogge mal rückwärts. Achtung. Ihr könnt mich alle mal. So. Oh. Mein Sprint war beeindruckend. Ganze 3 Meter. Immerhin. Das ist, naja. Kein ganzes Rekord. Ich so schaffe, ja. Was hast du jetzt gesagt? Ich weiß. Ich weiß, was ich gesagt habe. Oh, ich darf jetzt wieder rein. Manchmal. Schon mal sehr schön. Ich bin immer noch im Kampf. Wieder in einem neuen Kampf, auch gut. Das tut mir leid für dich. Aber damit haben wir jetzt Banditenlager erstmal hinter uns gelassen. Und dann schauen wir, ob wir wieder mal so eine Event-Quest bekommen. Ja, diese ollen Event-Quests. Die sind gerade für dich unglaublich nervtötend. Wichtige Nachrichten, aber begeht euch in das Dorf Takar. Und das Dorf Takar ist woanders. Oh, gut, das heißt, wir können dieses... Ach, ich muss erstmal hier Zeugs verkaufen. Kann man bei dir mit Zeugs verkaufen? Nein, ich wollte gerade sagen. Nee. Da kann man bei gar keinem hier, ich habe jetzt zumindest keinen Händler angezeigt auf der Map. Das heißt, können wir erst im nächsten Dorf. Toll, aber ich kann die Quests hier nicht abgeben zum Teil. Dann schmeiß einfach irgendwas aus dem Rucksack weg. Ich will aber nicht. Du wirst so kaum drum rumkommen. Ja. Ich habe eine neue Hose. Und anziehen. Ich baller einen hier aber auch mit Heiltränken zu, das ist ja nicht mehr schön. Ich habe irgendwie 140, 150 Heiltränke mit dabei. Ja, ich habe auch. Von der habe ich Heiltränke bekommen. Oh, von dem kriege ich Heiltränke. Was kriege ich wohl von dem? Heiltränke, wer hätte das gedacht? Ohne neue Quest, gut, aber... Ich bekomme mal eine neue Robe. Die aber genauso aussieht wie meine, die ich vorher getragen habe. Sehr schön. Also quasi 3 Stoffstreifen, ja? Richtig. Das nennt sich deine Robe. Cool. Finde ich super. Aber gut, ist man ja mittlerweile gewohnt von gefühlt sämtlichen MMORPGs. Ja, richtig. Dass man mehr Haut zeigt als Stoff. Bei den Frauen, bei den Männern. Mehr epische Rüstung als alles andere. Richtig. Meistens dann sehen dann irgendwie so kleine Zwerge aus, als wären das kleine wandelnde Panzer. Ja. Was jetzt nicht schlimm ist. Nein, natürlich nicht. Nur, das Verhältnis stimmt nicht so ganz. Richtig, es sollte irgendwo angepasst sein. Ja, wir haben dieselbe Rüstung, dieselben Stats. Du siehst aus wie ein Panzer und ich sehe aus, als wollte ich gleich irgendwelche Freier auspeitschen. Dominatrix Deluxe. Warte mal, wir müssen... Warte mal, wir haben gerade einen Questpoint verpasst. Versuch die südliche Klippe. Wir haben uns in Rage gelabert. Richtig. Wo ist sie? Hier ist da irgendwas. Ja, hier spawnt gerade jemand. Der Rykar. Gut, mein Kabissel, ach, unten. Ihr seid also wirklich gekommen. Untersucht ihr das Ende des Tunnels. Ab da in die Richtung. Pala, schön. Ach, wie oft die Leute hier in Höhlen reinrennen wollen. Sehr interessant. Ja. Hey, da ist eine Höhle, die war noch nie da. Das erinnert mich so immer so an diese Zeichentricks-Sendung von damals. So von auch mit Donald Duck und hast du nicht gesehen. Wo sie in so eine Höhle reingelaufen sind, da drin ein Bär war. Und sie da mit eilenden Schritten hinausgeeilt sind. Ähnlich sinnvoll kommt mir das Ganze zumindest vor, was die hier betreiben. Aber egal, dann zeigen wir hier halt rüstungsbewehrten Schwarzklauen-Werwölfen, wo der Hammer hängt. Und erneut ein Level Up. Level 18. Das sind super Spione, die spionieren ihr eigenes Lager aus. Das kann auch nicht jeder.
Achso, das sind die Typen. Das war's auch schon. Ja, ich habe noch einen angelockt. Wie untypisch für dich, dass du mal hier was vollkommen Deplatziertes tust. Ich finde es auch sehr deplatziert, in MMORPGs Gegner zu töten. Ja. Also, wie kannst du nur? Hallo. Wie kannst du nur? In so einem sneaky, sneaky MMO hier. Oh, guck mal, eine Siedlung mit mehr als 3 Häusern. Vielleicht aber, kann ja jemand meine Sachen kaufen. Ja. Da wir die letzte Folge schon so maßlos überzogen haben, wir jetzt, glaube ich, hier schon wieder bei 15 Minuten angelangt sind, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wir sollten lernen, die Uhr zu lesen. Richtig. Würde ich fast sagen, dass wir jetzt hier mit dem Ankommen im nächsten Dorf, in dem Dorf Takar, dann auch für heute Schluss machen. Ja, das und das klingt, Ganze dann in der nächsten Folge dann fortführen. Nachvollziehbar. Was für Noch mal kurz diese mutierten Riesenpflanzen angucken, die hier in diesem Alchemielabor gezüchtet werden. Sehr, sehr hübsch. Vor allem diese große Blume das da. Ich nicht finde. Ich hätte hier gerade von unsichtbaren Questgeber nochmal eben Quests. Bei mir sind sie sichtbar. Bei mir nicht. Sehr schön. Naja, gut. Ich kann keine Leiter ansteigen. Ah, jetzt ist sie da. Mein Gott. Super. Okay. Gut, dann verabschieden wir uns hier an dieser Stelle. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.